Grüß Gott und ein herzliches Hallo aus dem Keller. Ja, der Titel sagt es ja schon, neue Werkstatt. Gut, stimmt jetzt nicht ganz, die Werkstatt an sich ist nicht neu, aber wir haben zwei neue Maschinchen gekauft und ein bisschen was umgebaut. Da kam ja schon in den ein oder anderen Kommentaren bei den Ausbauvideos von Steffs Wohnmobil: Mai, habt ihr eine schöne Werkstatt, da kann man toll arbeiten. Ja, das stimmt, wir sind auch ganz glücklich über den schönen Raum. Und wie gesagt, jetzt gibt es ein bisschen was Neues. Ich zeig's euch einfach. Also hier zunächst erstmal ein kurzer Rundgang ohne viele Worte. Nun, meinen Titel als staatlich geprüften Schildchenschreiber hatte ich schon früh weg. Aber hier hat es ja wirklich einen Sinn, denn in dieser Werkstatt arbeiten mittlerweile schon so viele Leute, dass es ganz praktisch ist, wenn man weiß, wo was liegt. Kommen wir zu den Neuheiten. Hier unsere neue Akkuladestation. Die neu gekaufte Tellerschleifmaschine. Und zu guter Letzt eine Bandsäge. Nicht gekauft, aber selbst neu gemacht. Die Kreissäge haben wir in eine Arbeitsplatte eingelassen. Haben wir in einem anderen Video auch gesehen, fand ich total toll, musste ich gleich nachbauen. Somit haben wir hier eine riesige Arbeitsfläche auf gleiche Höhe wie dieser Werkstattwagen und somit ist es auch möglich, alleine große Bretter hier zu sägen ohne Hilfe. Was wäre eine Kreissäge ohne Schiebeschlitten? Haben wir natürlich auch. Dafür haben wir hier passgenau auf jeder Seite zwei Alu-Hubprofile in den Tisch eingefräst. Sehr praktisch auch noch hier einen kleinen Anschlag. An der Vorderseite und der Rückseite zwei T-Nut-Alu-Schienen angebracht und damit haben wir hier auch einen Linksanschlag. Ach ja! Spielerei, habe ich fast noch vergessen. Hab mir noch was Schönes eingebaut. Also, Absauganlage an sich ist ja obligatorisch. Jetzt haben wir ja 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Absaugstellen, die mit Schiebern geöffnet oder geschlossen werden können. Und um schnell zu erkennen, welcher Schieber auf und zu ist, habe ich eine Spielerei gebastelt. Nehmen wir hier mal ein Beispiel in groß, da kann man das ganz schön sehen. Der ursprüngliche 6er Holzdübel hier als Anschlag habe ich ersetzt durch ein Metall. Ist ein Anschluss dran und hier auf der Gegenseite hier einen kleinen Draht. Öffnet man jetzt den Schließer, den Schieber, verbindet sich hier der Kontakt und eine LED geht an. Möchte ich also jetzt absaugen, kurzer Rundblick. Und schon sehe ich, welche Absaugeinrichtung auf ist. So, und damit das Video jetzt nicht so produktionslos aufhört, habe ich noch eine kleine Idee. Eine kleine Bastelarbeit, was es wird, verrate ich nicht. Wer neugierig ist, der kann ja in der Zeitleiste vorspulen. Ansonsten nehmt euch die paar Minuten und schaut es euch einfach an.
Fertig ist der Spill Not, eine Möglichkeit, Tassen und Gläser gefüllt zu transportieren, ohne etwas zu verkleckern. Stell das Glas hier drauf und jetzt passiert da gar nichts mehr. Kann auch die Königsdisziplin machen, auch ein Looping ist kein Problem, ohne auch nur einen Tropfen zu verschütten.